Versuchen wir es einfach mal. Jawohl. Gucken wir mal, was uns erwartet. Hoffentlich ist hier überhaupt einer. Ah, da ist jemand. Mädchen. Sehr schön. Na, wer bist denn du? Was willst du? Geh weg, lass mich träumen. Könntest du dich bitte von dem Ding abkoppeln und mit mir reden? Ich kenne dich nicht, lass mich in Ruhe. Na, sehr gesprächig. Was stand da? Verzieh dich hier, du versaust mir meinen Traum. Ich muss irgendwie zu ihr durchdringen, das würde helfen. Ah, wir haben ja das Foto. Du bist eine Freundin von Hannah, stimmt's? Was? Auf dem Bild sieht es so aus, als wärt ihr gute Freundin. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Jetzt geh endlich. Hannah ist in Schwierigkeiten und du musst mir helfen, sie zu finden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir sind nicht mehr befreundet. Was ist denn passiert? Sie wollte, dass ich aufhöre, die Dream Machine zu benutzen. Sagt, ich sei krank, ich sei süchtig. Sie war meine beste Freundin. Mehr als das. Aber jetzt? Ich habe sie ewig nicht gesehen. Als ich sie das letzte Mal gesprochen habe, war sie nervös und hatte Angst. Warum hatte sie Angst? Das wollte sie mir nicht sagen. Sie hat bloß... Sie hat gesagt, sie müsste eine Weile verschwinden. Sie hat ihr Nest verlassen und sich ein anderes Versteck gesucht. Ich weiß nicht wo. Ich glaube, sie hatte Angst, die würden sie loswerden wollen, wenn sie mit dem Job fertig sei. Wer sind die? Weiß ich nicht, klar? Ich hab's ja schon gesagt. Seither habe ich sie nicht mehr gesprochen. Und du hast keine Ahnung, wo ich sie finden könnte? Vielleicht hat sie dir gegenüber irgendwas erwähnt, einen Ort, wo sie sich verstecken könnte. Ey, habe ich ja schon gesagt. Nein, ich... Es gab da noch ein Nest am Ende des Backsteinviertels. Sie hat mich da mal mit hingenommen. Sie nannte es ihre Geheimhöhle. Niemand geht da rein. Man braucht einen anderen Schlüssel dafür als für die anderen Schutzräume. Als sie nicht hingesehen hat, da habe ich mir einen Schlüssel geschnappt, der da rumlag. Falls ich mich mal verstecken müsste. Vielleicht ist Hannah ja dort. Aber ich weiß es ehrlich nicht. Bitte lass mich jetzt allein. Wo ist der Schlüssel? Ich habe keine Ahnung, verflucht nochmal. Er liegt hier irgendwo, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt zurück in meinen Traum? Die Dream Machines, die sind gefährlich. Ich halte sie für gefährlich. Du solltest sie nicht benutzen. Was soll ich denn sonst machen in diesem Rattenloch? Jura studieren? Oh, und jetzt verpiss dich in dein plüschiges Leben da oben und lass mich in Frieden. Armes Mädchen. Aber wir können nichts für die tun. Hier ist nichts drin. Hoffentlich ist dieser scheiß Schlüssel hier. Ah. Und ich glaube, ich weiß auch, welches Versteck die meint. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Das kann das ja nur sein. Ja, ein Scheißbot ist immer noch da. Das ganz hinten in der Ecke da ist. Und hier die Queenie sucht Hannah und die Hannah ist wahrscheinlich direkt in der Nähe da hinten irgendwo. Ironie des Schicksals. Schauen Sie mal hier, Sie kommen wieder. Nee. Komm, wir müssen es mal vorbeigelaufen, mehr aber auch nicht. So, hier muss es sein. Schön abgelegen.
Jawohl. Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie drin. So, das Ding ab. Straßen sind gefährlich. Meiden Sie Straßen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Na, ist die Hanna da? Mal schauen. Hallo? Sieht nicht so aus. Verdammt. Ah. Hau ab, verflucht nochmal. Bist du... Oh, sachte, tu das Messer weg. Wer bist du? Was willst du hier? Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist ruhig bleiben und ihr sagen, wer ich bin. Ich sollte ihr sagen, was ich hier will. Ich meine, sie hat ja keine Ahnung, wer ich bin. Na, bring mal direkt mal Queenie mit ins Spiel. Queenie schickt mich. Queenie? Wieso? Sie macht sich Sorgen um dich. Sag ihr, sie braucht sich keine Gedanken zu machen. Sag ihr, mir geht's prächtig. Und jetzt raus mit dir. Na, das lief ja super. Nochmal können wir nicht mit ihr reden. Ah doch, da ist sie ja noch. Versuch Nummer 2. Ich kann Queenie nicht einfach sagen, dass es dir prächtig geht. Sie wird Fragen stellen. Sie will wissen, ob... Mir geht's gut. Ehrlich. Abby sagte, Hannah habe Angst, sie laufe weg vor etwas. Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut. Ich glaube ihr nicht. Es muss einen anderen Weg geben, zu Hannah durchzudringen. Immer mal die Version Abby hier. Abby sagte, Hannah, wenn's dir gut geht, warum läufst du dann weg? Wer sagt, dass ich weglaufe? Abby. Sie hat mir erzählt. Abby, so hast du mich also gefunden. Sie hat geplappert, diese Dupa. Sie war schon immer schwach. Ich habe ihr kaum eine Wahl gelassen. Ich musste dich finden. Sie wird es niemandem sagen. Sie macht dauernd Stress und sie ist süchtig nach der Dream Machine. Du fehlst ihr wirklich. Ich bin nicht für sie verantwortlich. Wir sind nicht... Ich bin nicht ihre Freundin, nicht... Ich bin nicht gut für sie. Bei mir ist sie nicht sicher. Man wird ihr wehtun. Wieso? Wer ist hinter dir her? All diese Fragen. Wer bist du gleich wieder? Zoe. Castillo. Aha. Und was geht dich das alles an, Zoe Castillo? Für wen arbeitest du? Für niemanden. Im Ernst, Schluss mit der Paranoia. Queenie wollte, dass ich dich suche. Sie macht sich Sorgen. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Du solltest das zu schätzen wissen, dass es in deinem Leben Leute gibt, denen du etwas bedeutest. Meiner Erfahrung nach wollen die meisten was dafür. Vielleicht wärst du überrascht. Unterschätze die Leute nicht. Überschätze die Leute nicht. Schau mal, ich hab da so Zeugs gemacht. Ein Job. Einen gefährlichen Job. Für ein paar sehr gefährliche Leute. Und jetzt muss ich aufpassen. Dann lass dir von uns helfen. Du kannst mir nicht helfen. Queenie kann mir nicht helfen. Keiner kann das. Wenn sie mich finden... Du hast echt keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast, oder? Und die hält keiner auf, klar? Also lass mich jetzt in Ruhe. Ob sie vor Mr. Landon wegläuft? Er ist der Boss der kriminellen Unterwelt von Propast. Er könnte damit zu tun haben. Vielleicht ist das Ei hinter ihr her. Die wissen bestimmt von Hannas Gang. Und die passt ihnen sicher nicht besonders. Ich glaube, das Ei hat überhaupt keine Ahnung. Ich bin Mr. Landon selbst schon begegnet. Ich weiß, der ist ziemlich gruselig. Mr. Landon? Nee, ist klar. Gruselig. Die Leute, vor denen ich mich verstecke, sind viel schlimmer als Landon. Genug geredet. Geh jetzt zu Queenie, sag ihr, sie soll sich keinen Kopf um mich machen. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, um sie davon abzuhalten. Na schön. Sekunde. Gib ihr das. Sag ihr, ich habe ihre Nachricht bekommen. Du hast deinen Job erledigt und sag ihr, ich arbeite dran. Diese Bilder in deinem Raum, hast du die selbst Du warst in meinem Nest? Ich war auf der Suche nach dir. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, bei mir zu Hause einzubrechen, Zucker. Die Zeichnungen sind von mir. Wieso? Ich kenne, was sie zeigen. Aus Träumen, Visionen.
Schau mal, ich weiß, es klingt verrückt und ich kann's nicht erklären, aber... Sie stammen aus Träumen. Aus meinen Träumen. Und nein, ich benutze keine Dream Machine. Ich habe bloß komische Träume. Warum haben wir die gleichen Träume? Woher weiß ich, dass du nicht lügst? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Hau doch ab. Ich... Schon gut, okay. Fragen über Fragen. Aber wir haben unseren Auftrag erledigt und können zurück zu Queenie. Warte. Warte. Was ist denn los? Doch anders überlegt? Stimmt das? Mit deinen Träumen? Ich erinnere mich nur an einen Traum. Aber es hat viele andere gegeben. Ich leide unter Amnesie. Aber mein Gedächtnis kommt langsam zurück und deine Zeichnungen... Ich habe diese Bilder schon mal gesehen, mit eigenen Augen. Das kann kein Zufall sein. Ohne Zufall keine Geschichte. Zoe, richtig? Zoe Castillo. Ich denke drüber nach, was du gesagt hast, Zoe Castillo. Wenn ich glaube, dass es wahr ist, komme ich zu dir. Und jetzt musst du wirklich gehen. Ich habe zu tun und man sollte dich nicht hier unten bei mir sehen. Ich bin mir sicher, die Hannah wird zu uns kommen. Früher oder später. Aber wieso hat ihr die gleichen Träume wie wir? Naja, früher oder später werden wir es rausfinden. Aber erstmal zurück zu Queenie. Ich bin gespannt, was sie zu der ganzen Sache sagen wird. Zum Glück ist sie nicht weit. Da sind wir auch schon. Ja, der Scheißbot da hinten ist immer noch zugange. Madame ist da. Sie erwartet sie schon. Ja, was für ein Zufall. Endlich kehrt sie zurück, die im Schloss lebt. Tut mir wirklich leid, dass ich so lange... Vorsicht! Sehr zerbrechlich. Ganz stillhalten, bitte. Flieg, meine Kleine. Sie sehen müde aus, Miss Castillo. Ist alles in Ordnung? Ich schlafe in letzter Zeit nicht besonders. Nein. Und haben Sie gefunden, wonach Sie suchten? Sie meinen, ob ich mit mir ins Reine gekommen bin, wie ich es wollte? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz bereit dafür. Erwarten Sie nicht, dass es von alleine geschieht. Um mit etwas oder jemandem ins Reine zu kommen, müssen Sie Vertrauen lernen. Und bevor Sie damit auch nur beginnen können, müssen Sie verzeihen. Anderen. Sich selbst. Also, gibt es Neuigkeiten über unsere Hannah? Ich nehme an, deswegen sind Sie heute hier? Sie hat mich gebeten, Ihnen das hier zu geben. Sie sagt, es gehe ihr gut und sie arbeite daran. Was meinen Sie, wie es ihr geht? Glauben Sie ihr, wenn sie sagt, es gehe ihr gut? Ne, der geht's bestimmt nicht gut. Ich will Queenie nicht beunruhigen, aber Hannah klang nicht gut. Kann sein, dass es unserer Wahlkampagne schadet. Aber ich glaube, das sollte ich nicht vor ihr verbergen. Es gibt keinen Grund, Queenie zu beunruhigen. Ich bin nicht sicher, ob das Hannah hilft oder Queenie dazu bringt, unseren Wahlkampf voll und ganz zu unterstützen. Wir sind ehrlich. Ich will Queenie ehrlich. Ich glaube nicht, dass es ihr gut geht. Sie hat Angst. Ihre Freundin Abby hat mir erzählt, sie habe sich versteckt gehalten. Sie hat Angst vor etwas. Vor jemandem. Vor wem hat sie nicht gesagt? Abby wusste es nicht und Hannah war nicht sehr mitteilsam. Sie vertraut nicht vielen Leuten. Selbst mir traut sie kaum. Und dabei habe ich... Naja, ich hoffe, ich habe ihr Grund genug gegeben, mir zu vertrauen. Aber sie hat ein schweres Leben gehabt. Armes Mädchen. Ich weiß ihre Ehrlichkeit zu schätzen, Zoe. Danke, dass Sie sie aufgespürt haben. Wo ist sie jetzt? Kann nicht schaden, Queenie zu erzählen, wo sie Hannah findet. Vielleicht kann sie ihr ja helfen. Auf Queenie ist wahrscheinlich Verlass, aber ich will Hannas Vertrauen nicht missbrauchen. Puh, das ist wieder eine schwierige Entscheidung.
Obwohl, ich will auch nicht Hannas Vertrauen missbrauchen. Sonst kommt die wahrscheinlich nie zu uns. Und die spielt eine wichtige Rolle, da bin ich mir sicher. Deswegen, ich sage es Queenie nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe Hannah versprochen... Verstehe schon. Ich werde sie nicht drängen. Obwohl ich vielleicht in der Lage wäre, ihr zu helfen. Sie haben viel mehr getan als ihre Pflicht, Zoe. Sie haben bewiesen, dass ihnen etwas an unserer Gemeinschaft liegt. Und obwohl ich immer noch um Hannah besorgt bin, weiß ich jetzt immerhin, dass sie lebt. Also gut, sie haben mich um Unterstützung gebeten. Und sie sollen sie haben. Ich werde ihre Kandidatin befürworten. Das Backsteinviertel steht hinter der Einheit. Und Lea Uminska. Hui, wieder so eine komische, schwierige Entscheidung. Nicht komisch, sondern schwierig. Ich weiß nicht, was Barutis Ermittlungen ergeben. Vielleicht ist die Einheit in illegale Machenschaften verstrickt. Aber wenn ich Queenie das sage, zieht sie ihre Unterstützung vermutlich zurück und das schmälert unsere Siegchancen in Propast. Ich weiß nicht, was Barutis Ermittlungen ans Licht bringen. Vielleicht sind die Einheit und die Uminska ja unschuldig. Aber ich muss Queenie die Wahrheit sagen, egal welche Konsequenzen das für unsere Kampagne hat. Oh Gott. Warum immer so schwierige Entscheidungen? Tja. Ich würde sie gerne warnen. Aber vielleicht war das dann alles umsonst, was wir gemacht haben. Aber wenn sie uns unterstützt und es kommt raus, dass die ganze Kampagne mit Schmiergeldern finanziert wird und die ganze Sache nicht so sauber ist, ist das auf jeden Fall auch verkehrt. Ich tendiere eher dazu, dass wir Queenie waren. Ja. Ich wünschte, ich könnte ihre Unterstützung einfach annehmen, aber ich kann es nicht. Nicht jetzt. Und darf ich fragen, weshalb? Lea Uminska ist möglicherweise in etwas Illegales verstrickt oder zumindest etwas ethisch Fragwürdiges. Das wissen wir noch nicht genau. Das ist bedauerlich. Wenn auch nur die Möglichkeit bestünde, dass ihre Partei in etwas Unangenehmes verwickelt sein könnte, wäre es mir unmöglich, ihren Wahlkampf zu unterstützen. Es tut mir leid, Miss Castillo. Aber es steht zu viel auf dem Spiel. Ich hoffe sehr, Ihre Ermittlungen fördern keine zwielichtigen Machenschaften zutage. Aber ich fürchte, das bedeutet, ich kann die Sozialdemokraten nicht unterstützen. Ich hoffe, Sie verstehen meine Lage. Oh ja. Und es tut mir wirklich sehr leid. Mir ebenfalls. Sollten Sie jemals Hilfe bei etwas anderem brauchen, ich bin hier. Das bin ich Ihnen schuldig. Ich fürchte, ich habe zu arbeiten, also muss ich Sie bitten zu gehen. Was Sie und Mr. Mafane betrifft, so hoffe ich, dass Ihre Ermittlungen keine Unregelmäßigkeiten zutage fördern. Guten Tag, Miss Castillo. Oh, bevor Sie gehen... Ja? Sie sagten doch, Sie schliefen nicht gut. Träumen Sie denn? Ständig. Ja. Achten Sie auf Ihre Träume, Miss Castillo. Unterschätzen Sie sie nicht. Ich weiß noch, als Sie das erste Mal hier waren, sagte ich Ihnen, Sie seien nicht ganz hier. Und das sind Sie nicht. Ein Teil von Ihnen ist in Träume versunken. Und ein Teil von Ihnen... Ein Teil von Ihnen ist ein Traum. Sie sind nicht ganz hier. Das macht mir Sorgen. Ich denke, Sie müssen sich vor allem erinnern. Und Sie müssen aufwachen. Was meinen Sie damit? Ich weiß es nicht. Wie ich schon sagte, ich habe zu arbeiten. Aber vergessen Sie nicht, ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Straßen sind gefährlich. Errungenschaft. Lost Girls. Schätze, er ist fertig mit Schweißen. Wenn ich Glück habe, hat er keinen Scheiß gebaut und ich hole mir keinen Schlag, wenn ich Miras Klingel drücke. Tja, der Name ist wahrscheinlich Programm und er hat Scheiße gebaut. Und wäre ja nicht der Scheißbot. Okay, wir können auf jeden Fall endlich zu Mira. Und ich hoffe, das war die richtige Entscheidung, der die Wahrheit zu sagen.
Obwohl, Ehrlichkeit zahlt sich meistens aus. Ich hoffe, das ist auch diesmal der Fall. Ja gut, aber erstmal zurück zu Mira.